Der Stefan soll hier mal die Pornos kurz ausmachen. Ja, ist echt so, ne? Manchmal denke ich mir auch, war gestern schon so, da war er auch zu Hause. Also fehlt nur noch Edge. Und was haben wir jetzt dann davon, wenn wir durch sind? Das eine Trophäe. Cool. Gibt's dann. Und die sehe ich dann hier im, keine Ahnung. In der Vitrine, genau. Ah, in der Glasvitrine hier. Double nur Coming. Eine Trophäe? Ja, also es gibt auch noch Trophäen für 15-fach Multiplikator, 20-fach Multiplikator und 24-fach Multiplikator. Haben wir das nicht letztens geschafft? Nein. Das hätte mich jetzt auch sehr gewundert. We've had reports of violence. Nur, nice. Das geht. 10 und 8. Und wir haben Shannon Roberts. Ja. Don't cry for me, Shannon Roberts. Wir haben die Musikbox. Wo? Unten direkt links im Raum, auf dem Tischchen. Ich habe eine Hand fotografiert. Oh, cool. Eine Hand, also ein Finger. Eine Hand hat sie fotografiert. Nee, eine ganze Hand. Hä? Ach so, den Knochen. Girl. Oh, lieber Tolvin, wo bist du gefolgt? Na, er ist bei Discord? Uns im Discord drin jetzt, im Discord-Server. Ja, okay. So habe ich das jetzt verstanden. Ich glaube, wir haben keinen Breaker im Keller. Dann muss er in der Garage sein. Ja. Ist an. Spind in der Garage ist nicht frei. Mhm. Oh, da hat die gleich hart Candy übersehen, ne? Ich habe erstmal den Breaker angemacht, gute Frau. Der Breaker ist mir nicht wichtig, ich will das Candy. Das will ich tatsächlich auch. Im Master Bedroom sind die Spinde frei. Aber das nice. Candy ist ja echt rar gesät, also. Ah, ich habe einiges gefunden, muss ich sagen. Okay, weil hier oben ist nicht so viel. Es sind ja auch nur 10. Ja. Also es ist ja. Dafür habe ich in der Garage direkt 2 gefunden. Hier auf der Map. Ich habe Candy in der Hose. Du hast was Süßes in der Hose, da musst du ja mal reingreifen. Ach, da ist er, Tolvin. Hat jemand eine Spur vom Geist? Nö. Hier könnte noch was drin sein. Auch nix. Was ist denn das? Ich habe den Tolvin erblickt. Und hat er dich schon belästigt? Hat er dich schon angefasst, unsittlich? Noch nicht. Aber du hoffst ein bisschen drauf, ne? Noch nicht. Ich will das letzte Candy. Wo ist das letzte Candy? Also die letzten Candies. Wie viele sind es denn noch? Ich weiß es nicht. Ich bin gerade oben. Achso, nee. Ich dachte gerade, hier ist eine Tasse außer Rand und Band, aber... Ja, mein Ass. Ja. Toms Ass ist außer Rand und Band. Das ist nichts Neues. Ja, ich weiß. Hat mich kurzzeitig verwirrt. Da ist die Musikbox. Der Jagd. Nee, Event. Jesus. Shit. Herr im Himmel. Ich war zu spät fürs Foto. Hätte doch eh noch nicht gezählt. Stimmt. Es fehlt noch genau einmal Candy. Wer hätte das gedacht? Ich guck nochmal draußen. Ich hab's in der Küche. Wer hat in der Küche nicht richtig geguckt? Ich war gar nicht in der Küche. Ich hab dafür sehr viele andere gefunden, ja? Reicht das nicht? Nein. Eins. Zwei. Acht. Brauchen wir. Drei. Vier. Fünf,
6. Ist denn jemand im Keller? 7. Ich hab 8. Ja, das war's. Nice. Ah. Wo ist er denn jetzt eigentlich, der Geist? Das haben wir noch nicht. Das ist jetzt die große Frage. Na gut, dann suchen wir mal, wa? Lasst uns einmal Pillen nehmen. Verzeihung. Ich bin voll. Der ist im Flur. Der ist hier vorne im Flur. Ich kann nehmen. Im Flur. Yep, 3 Grad. Du hast gerade so ein bisschen wie Rammstein geklungen. Ich? Im Flur? Bist du hier? Ja. Wie alt bist du? Wo bist du? Bist du hier? Wie alt bist du? Wo bist du? Also ich sehe keinen Orb. Den hast du eben auch übersehen. Ich bin Gute. Du mach doch deine Scheiße alleine. Was bist denn so kratzbürstig drauf heute, Richie? Mach gleich nicht ich mehr bin kratzbürstig. Ich mag gleich nicht mehr meine Tasche. Ja, hier Fingerabdrücke zu finden, wäre aber auch echt schwierig, ne? Er hat gerade irgendwas geschmissen. Ich habe gerade eine Lampe reingeschmissen. Ach so. Und Salz gestreut. Kreuz Jesu ist platziert. Ich habe jetzt Myrrhe in der Hand. Die Myrrhe ist geladen. Wo verstecken wir uns jetzt? Für das Foto. Oben ist ein Spind. Können wir ja die Decke, sag schon, die Treppe raufwärts fotografieren, wa? Würde ich auch vorschlagen. Und dann hier reinflitzen. Und wir boxen. Oh Gott. Willst du die Musikbox triggern? Naja, wäre jetzt am schnellsten, oder? Ja, würde ich jetzt auch sagen. Ja. Danke, Schatzi. Ist sie an? Jetzt gleich. Geist? Shannon? Chanon? Chanon? Chano? Die hat mich getötet. Die hat mir die Schranktür vor der Nase zugeknallt. War das nicht? Ich bin mir keiner Schuld bewusst. Und das Foto habe ich nicht. Oh, Io, die läuft mit durchgebogener Wirbelsäule. Wird fertig. Ist fertig. So, das müssen wir jetzt nochmal machen, ne? Ihr müsst nochmal ran, ja. Es ist zumindest kein schneller Geist. Ich hatte doch aber auch hier ach hier, Myrrhe. Hast du ein Fotoapparat zufällig? Ja. Gut. Ich hab das Testament von der Pute. Oh, der Stefan hat mir Spätzle gebracht. Ich bin sehr glücklich. Kannst du mal bitte die Tür kurz aufmachen? Die Tür? Ja. Dann sieht man ja, wenn sie jagt. Es könnte eventuell ein Phantom sein, weil der Geist sehr, sehr langsam geblinkt hat. Phantomas, haben wir bis jetzt einen Beweis gehabt? Gar nichts. Okay, vielleicht hat er ins Buch geschrieben. Ich guck mal. Nein. Nee, er jagt. Es jagt.
Ich habe die rechte Maustaste parat. Ghosty Ghost. Hey. Er fängt im Keller an und ist, glaube ich, ziemlich sicher ein Phantom. Blinkt super langsam. Nice. Ja, Phantom. Macht noch ein Foto von meinem geschundenen Leib. Sobald wir durch sind, Maus. Fotografiert meinen geschundenen Leib. Oh, Jesus. Was das? Der hat im Keller angefangen jetzt. Bude, wo ist denn dein Leichnam? Ich sehe den nicht. Da hinten oben. Hier. Bei mir ist er hier. Das steht ja voll in der Wand. Ich liege wie so in Seestern-Position. Ich habe mich tatsächlich gerade schon sterben sehen, weil der ist sehr nah von meiner Fresse. Ja, der hat super langsam geblinkt, ne? Nee, der war lange unsichtbar. Ja, ja, das meint sie ja. Das meine ich ja. Ach so. Phantom. Phantomas? Das Bild, wo Leiche steht, bei mir ist einfach nur ein Kürbis. So, und was kann ich mir jetzt kaufen? Du hast eine Trophäe jetzt irgendwo in der Vitrine. Oh ja, ich habe so einen kleinen Kürbis, der mit Fledermäusen ist. Ich hoffe, wir haben den auch im Singleplayer und nicht nur im Multiplayer. Coming soon. Oh, das ist ja voll süß. Ich finde den auch knuffig irgendwie. Der ganze Aufwand jetzt dafür, dass wir da einen so Kürbis in der Glasvitrine haben, ey. Ja, aber nee, wir müssen dann jetzt noch mindestens 15% Dings machen und 20. Also Multiplikator. Ja, 15, 20 und 24. Hä, aber wo sind die 24? Die 24 ist das, was wir schon mal versucht haben. Aber wo wird denn der hingestellt, meine ich? Ich meine, hier ist ja die... Auch in die Vitrine. Aber der steht ja schon so mittig. Ich denke mal, dass pro Etage immer nur eine Trophäe reinkommt. Hätte ich jetzt auch gedacht. Da gehen mehr hin. Bei den Knochen und bei den Possessions gehen ja auch mehr hin. Nee, es ist pro Vitrine ein Ding in der Etage. Aber bei den Knochen sind es mehrere. Ja. Aber das steht ja auch da. Skull, Jaws, Bein, Scapula. Naja gut, bei den Dingern hier steht ja noch gar nichts. Also insofern... Pelvis, Fibula, Femur, Foot. 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 Du Foot. Gut, dann würde ich sagen, jetzt können wir randomisieren. Ja, jetzt können wir mal richtig spielen. Oh, ich muss mal eben kaufen. Ja, die Position war bei mir echt sehr... Also die Bude, die sah da... Ja, einladend aus bei mir. Position war super. Die Position? Ja, die Position. So liege ich da. In Position. Also bei mir hast du nach vorne gebeugt, mit dem Kopf in der Wand gestanden. So richtig schön im rechten Winkel hast du den Arsch rausgestreckt. Echt? Bei mir lag ich da wie so ein Seestern, Seesternposition. Insofern war das schon wirklich sehr... Naja, einladend. Und so richtig schön breitbeinig lag ich bei mir. Also in vielerlei Hinsicht. Also vielleicht ist dein Geist oder dein Körper, dein Geschundener, mit den verschiedenen Spielern verschiedene Positionen durchgegangen. Ein Alltagsleben. Das kann sein, so bin ich gestorben. Beim Sex. Ja. Gut, ich guck mal, was wir Schönes bekommen. Ich hätte Angebot 9,64. Uff, ja. Lass nehmen, das passt schon. Oh ja, lass nehmen, dann sterben wir halt alle. Ich hätte gerne noch Willow. Dann müsst ihr jetzt alle nochmal bereit drücken. Ja. Was, eine Position? Du kriegst auch echt, manchmal stehst du so auf der Leitung, es ist unfassbar. Wer? Da die Nussherrin. Wieso? Penny Shawcross, Kerze, Geister-Event. Lass uns einmal direkt filmen, wir sind 25. Oh, läuft. Können gleich alle nehmen. Ja.
Hab ich auch. Jetzt sind wir zumindest bei 65. Das heißt, wir haben ungefähr Kerze. 2 Minuten, dann sind wir tot. Esther, denn es ist ein Dämon oder ein Radio. Dann hätte das ja alles nicht gebraucht. Achso, Taschenlampe brauchen wir nicht. Sah voll nach Doggy aus. Ja, das habe ich auch so gesehen. Was sah denn nach Doggy aus? Die Pute, als sie tot war. Achso, bei mir nicht. Und wir haben schon wieder keinen Sprint. Der Brustkorb ist direkt in der Stube. Und der Sicherungskasten ist kaputt. Das war zu erwarten. Kein Strom für uns. Hätte mal eine Katze mitnehmen sollen, ne? Meinst du gerade mit Stube, Reggie? Na, direkt am Eingang, vor dem Sofa ist also. der die das... Ich Event. Hatte ein Geister-Event. Ist zumindest kein Oni. Oni? Wo hattest du das Oni. Event? Hier direkt am Anfang, wa? Ja, hier so in der im Durchgang von Küche zu Wohnzimmer. Wir haben auch die Musikbox. Die ist auch am Eingang. Ah. Hallo Kinder. Jagt er? Nein. Ich hab ein Geisterfoto. Sucht der euch. Ist hier. Der ist Küche. Küche, okay. Ja, aber nur teleportiert. Das ist mir egal. Also Kinder, ich sag's euch, sucht euch einen Typen, der kochen kann. Macht so vieles einfach. Ich kann selber kochen. Kann ich auch. Aber was ist besser, wenn jemand anders kocht? Wir sind übrigens in Jagd, in Hunting Range. Na, du wurdest ja auch zweimal angefingert. Stimmt. Okay. Und was ist denn das hier für Zwillings-EMF? Nein, nicht ganz. Haben wir überhaupt Beweise? Nö. Bei 9, irgendwas? Wir hatten gestern sehr viele Geister, wo wir gar nichts bekommen haben. Und da haben wir wirklich eine halbe Stunde da gestanden und haben nichts gefunden. Ja, dann können wir ja wenigstens mal die Kerze platzieren. Was hat man denn noch? Zeuge? Ach, Kerze nur noch. Und das war's schon. Mensch. Ja, dann lass uns die mal platzieren. Du weißt genau, ich werde schwach, wenn du's mir von hinten machst. Gib's mir Doggy, gib's mir Doggy, gib's mir Doggy. Ich hasse dieses Lied, ey. Trotzdem singst du. Bist du hier? Wie alt bist du? Wo bist du? Bist du hier? Wo haben wir das erste Kruzifix platziert? Wir haben Beschwörungszirkel erjagt. Erjagt. Und er startet in der Stube. Ich wette, der Turm ist jetzt tot. Das kann gut sein. Ja, weil ihr da draußen seid, ne? Ja, ich wollte gerade das zweite Kreuz holen. Und ich wollte abfahren, weil ich nicht sterben wollte. Und er uns sowieso keine Beweise geben wird, also insofern. Ist er schnell? Er ist fertig. Er war sehr langsam und ist zielstrebig auf mich zugelaufen. Ich hatte fast Diogen. Angst, dass es ein Diogen ist. Nee, Diogen ist ja schnell, wenn er auf einen zuläuft. Oder warst du in Line of Sight? Nee, ich war versteckt. Aber lebst du noch oder lebst du nicht? Ja, ich lebe noch. Okay, kein dann Diogen. War's tatsächlich, dann war es sehr langsam, war ja dann wirklich entweder Diogen oder Revenant. Der Beschwörungszirkel ist unten. Ja, wer macht's Foto? Ich nicht. Du, Pute. Machst du mal alle Fotos? Heute ja, tatsächlich. Ja, warum eigentlich? Das freut mich auch. Weil du mir die Kamera in die Hand nimmst. Ja, warum nimmt sie von euch keine in die Hand? Ich hab keine Hand mehr frei. Nee, er jagt nicht. Jetzt jagt er. Er jagt. Bist du noch in deinem Versteckchen?
Was sagst du zum Thema Geschwindigkeit? Sehr langsam. Okay. Dann Revenant. Hätte ich jetzt auch gesagt, können wir eigentlich abfahren. Weil ein Revenant mit der nicht vorhandenen Sprintgeschwindigkeit ein Foto zu schießen, ist ein bisschen risky. Ja, nur ein bisschen. Wobei, du kannst rauskommen. Ja, lass Revenant eintragen und abfahren. Ihr macht auch gar nichts mehr hier, ne? Das waren gerade Gefriertemperaturen, oder? Nee, das war ein Event, du Bitch. Komm ja fucking Tits. Ich will einmal... The Wrath of the Boobies. Ich will okay. Ich will einmal hier so einen hohen Multiplikator haben, wo ich auch ein bisschen Geld verdiene und nicht einfach mit Minus rausgehe. Jetzt selbst über Ansprüche. Echt mal. Es war ein Gin. Ah ja, okay. Gin mit Breaker aus und dann wahrscheinlich... Alter, es gibt trotzdem einfach mal 300 Öcken. Alter, ich hab 400 bekommen. Weil du noch Kacke riechst. Your tits. Ich habe einen Multiplikator von 0,64. Geil. Okay, nice. 12,45. Jetzt. Achso, ich dachte, wir nehmen die 0,6er. Nee. So eine entspannte Runde zwischendurch. Wir haben mit 12, was habe ich gesagt? 4,5. Holy shit. Okay, also wieder hätten wir die Lampe eigentlich direkt rauslassen können. Ja, stimmt, warte mal. Das nervt mich halt. Kann ich das auch nachträglich wieder rausnehmen? Nee, das ist irgendwie nicht mehr so einfach. Also irgendwie, das hat noch ein paar Fehler im System. Du musst halt einmal auf Entfernen klicken, ne, um dann halt... Ja, aber dann nehme ich ja alles wieder raus. Das stimmt. Und dann die Lampe rausnehmen und dann auf Hinzufügen klicken. Wo ist denn die Schlampe überhaupt? Neben dem Thermometer. Wo ist die Taschenschlampe? So, jetzt sollte das... Ja, hab ich. Genau. Haben wir jetzt eine starke Taschenschlampe? Nein. Was jetzt natürlich sehr lustig wäre, ist, wenn die eine Taschenlampe, die wir jetzt haben, funktioniert. Oh, auch noch. Oh, leck mich doch. Oh. Und wir sind sehr schnell, Richie. Oh. Gloria Cordero. Lampe funktioniert nicht? Oh, Bitch, du hast mir die Videokamera geklaut. Ist doch noch eine. Ja, ja, lass mal einmal direkt Pillen nehmen. Ja, das machen wir, haben wir beim letzten Mal auch schon festgestellt, dass es eigentlich gar nicht so dumm ist, einfach direkt mal anzufangen, Pillen zu schlucken. Es ist ja auch noch Starkregen, ne? Das war ja klar. It musste ja so kommen. It good, it good. Ich habe irgendwie einen Bug mit der Kamera gerade. Ich auch. Ich dachte gerade, das bin nur ich. Was? Die geht dann immer weg, ne? Ich glaube, dann haben wir die gleichzeitig genommen einfach. Und deswegen haben wir gerade... ja, dann lass nochmal raus. Nee, warte, ich werf's einfach ab. Werf du deine auch mal ab. Jetzt ist sie weg. Also hier liegen noch zwei rum. Zwei Kameras. Ja. Meine ist gerade weggebackt. Diese Geschwindigkeit. Du hast eine noch in der Hand. Ja, das ist gerade die von der Pute, die sie weggeschmissen hat. Ach so. Okay. Mädels, wir können rein. Ich habe eine Kerze dabei. Ich will das nicht. Mami. Hab ich. Das ist ja auch geil. Sobald du die Kerze wegpackst, dann ist sie auch tot, ne? Das heißt, bei Starkregen, ja. Ja, aber auch drinnen, das nützt dir ja gar nichts. Achso, du hast gerade getoggelt. Ja. So, jetzt haben wir alle Possessions.
Oh, wir sind so schnell. Direkt, wenn du hinter der Rezeption links wäre zumindest ansatzweise ein Versteck. Wir haben das Board. Wir können fragen, wo er ist. Tarotkarten, Spiegel haben wir. Wir haben alles. Nice. Musikbox. Dann lass mal die Kerzen. Haben wir den Beschwörungszirkel? Nee, doch nicht. Alles. Okay. Schade. Aber die Tarotkarten, ich nehme die mal mit, Kinders. Hat jemand Stimmt? Ich frag gleich mal, wo er ist. Meine Kamera ist voll. Meine Hose auch. Und, wo ist er? Ich kann das Board nicht benutzen. Wo bist du? Kann von euch jemand das Board benutzen? Bei mir geht's nicht. Warte. Ich renne. Die Tarotkarten waren weggeschmissen. Bei mir kommt irgendwie die Der Jagd. Oder? Daran kann es natürlich liegen, dass ich es nicht benutzen kann. Wo bist du? Kommt bei dir die Plakette? Ja, Female. Female. Room. Nummer? Nummer 1. Also entweder ist es die 11 oder die 1. Oder die 111. Du musst Goodbye sagen. Goodbye. Oh, er jagt. Und er ist schnell. Und er ist hier. Oh Gott, ich bin tot. Ich bin tot. Ich nicht, der jagt nur einmal anscheinend. War's das? Ja. Ich hab mich geopfert. Warte, ich zieh die Tarotkarten. Oh, was mich richtig nervt, ist, dass du als im Totenreich auch noch so langsam bist. Das ist das Schlimmste. Ich geh grad mal die Treppe runter. Versteck. Ich guck mal derweil, wo Female Room 1 ist. Oder 11. Es hat sich nicht mehr weiter bewegt. Richtig, bist du versteckt? Naja, mehr oder weniger. Ich zünde jetzt die erste Karte. Oh ja, guck mal, ob ihr mich wiederbeleben könnt. The Moon? Ja, das will ich ja mal probieren. Ja. Der Turm? Wheel of Fortune? Grün? Oh, Gott sei Dank. Wheel of Fortune? Grün? Oh, sehr schön. Female Room muss 1 sein. Ist Devil. Rechts. The Tower? The Devil? Ich höre den auch, wie er atmet. Tower? Atmet er bei dir dann direkt? Suna? Ja. The Hermit. Das war's, Pudimaus. Keine Priesterin. Female Room ist auf der rechten Seite der erste Raum. Okay. Warum machen wir das jetzt eigentlich noch? Wie auf Speed der gewesen. Wie? Blah, Deutsch. Der war ziemlich schnell, ja. Aber der ist, nachdem er dich getötet hat, ist er auch verschwunden. Sofort. Da hast du Glück gehabt. Ja. Irgendwas glaube, muss ja nett sein an dem 12er-Multiplikator. Also der erste Raum, wenn du reinkommst, in diesen rechten Gang, ja? Ja. Ist linksseitig so eine Tür halb auf. Das heißt ja nichts bei der. Ja. Also es ist auf jeden Fall der richtige Raum, in dem du bist. Ja, Temperatur sagt auch so 2 Grad, 1 Grad. Aber ich sehe kein Orb und nichts dergleichen.
Ich habe auch nichts zum Ablegen, fällt mir gerade mal so auf. Also hätte ich mir die. Wünschte man wäre als Tote schneller. Eigentlich hätte ich mir diese Runde gerade sparen können, dieses hier lang watscheln. Naja. Gleich rechts, ja? Also bei der Kirche rechts rein. Nee, komm mal mit, ich kann's dir zeigen. Der Raum, der Korridor vor der Kirche rechts. Also bevor du in die Kirche gehst. Ach hier. Maus. Genau. Hm? Ja? Wo läufst denn du lang? Da. Na, ich dachte hier rein. Nee, da geht's. Das ist der Waiting Room. Ja, aber den Gang meinte ich ja mit dem Flur bei der Kirche rechts. Achso, ja genau. Wenn du jetzt hier einfach geradezu durchgehst und dann durch die ersten zwei Türen durch und dann gehst du links rum in den ersten Raum rein. Da liegt auch ein Thermometer drin. Aber sehr viel mehr würde das jetzt nicht helfen. Also ich bin... Was? Berührt. Die Tür? Die Tür. Hm? Mit Fingern oder ohne Finger? Ich guck mal. Als du es noch dahin schaffst. Ohne Finger. Dachte ich mir fast. Ich glaube, dass wir wieder mal keine Beweise kriegen. Und das würde mich jetzt schon wieder. Ah, das frustriert mich. Frau Suna? Oh Gott, was war denn das jetzt? Also ich habe zumindest die Kamera jetzt auf den Gang gerichtet, wo sie rauskommt. Ich habe einen Dots reingelegt. Aber wir haben keine Videokamera mehr, wa? Ach doch. Doch, von der Pute. Oder ist das die defekte? Nee, die... sollte gehen. Oh, ich nehme das Kreuz Jesu mit, nur für den Fall der Fälle. Das wird doch zwar den Geist nicht davon abhalten, meinen... wie die Pute da liegt. Ich muss ein Foto von machen. Einen Moment. Oh Gott. Wie liege ich denn da? Du siehst aus wie... Schick's mal in die WhatsApp-Gruppe gleich, bitte. Wo ist mein Handy? Als wurdest du im Liegen gekreuzigt. Im Liegen gekreuzigt? Ja. Wartet. Guck mal. Ja, glaube ich, oder? Nee, doch nicht. Was ist das denn? Wie du die Arme so wegschreit. Ist schon sehr krüppelig, auf jeden Fall. Eigentlich ist es ein Todesurteil, jetzt in die Richtung des Raums zu laufen, ne? Nö. Ich bin ja bei dir, Richie. Ach so? Ich bin hinter dir. Bin ja in der Kapelle. In der Church. Guck nochmal an der Tür. Er hat gerade die Tür ganz oft auf und zu gemacht, ob da jetzt Finger sind. Hab ich gemacht vorhin. Wo ist denn hier der, dein... Eben, da. Eben. Vor 10 Sekunden oder sowas. Aber da waren keine Fingerabdrücke. Nee, ist nichts. Ich hoffe echt, dass ich das Kreuz Jesu da richtig platziert habe, ne? Aber dann können wir jetzt rausgehen und können 5 Stunden nach Dots und Orbs gucken. Die Geschwindigkeit ist phänomenal. Ich filme deinen Ass. Und, wie sieht's da aus? Harry. Oh, Harry Styles? Harry Potter. Ah. Harry Potter, Harry Potter. Ich bin der Potter. Würde das tatsächlich auch schon... Oh mein Gott, warst du das? Vielleicht. Bitch. Ich würde das tatsächlich auch schon als meine letzte Runde ansehen wollen für heute. Ja.
Nicht ist, du sperrst mich ja nicht ein. Was war das denn jetzt für eine Lache? So, Pudimaus. Jetzt sagst du uns mal, was es für ein Geist ist. Kann ich nicht, weil ich absolut keine Ahnung habe. Oh, jetzt hat er die Tür auch noch so halb zugemacht. Kannst du die mal aufmachen wieder? Kann ich nicht. Ja, dann fahren wir halt mit dem, keine Ahnung, Oni oder was? Im Zweifel Oni. Ich aktiviere jetzt die Tür. Hat's ja jetzt richtig gelohnt, hierher zu fahren. Ja. Das heißt, ich habe Beweismaterial drin aufgestellt und dann bin ich weggefahren. Ein Shade. Oh, von einem Shade getötet werden ist echt bitter. Aber gibt trotzdem 124 Öcken. 144 Öcken für ein Foto. Ich habe 15 bekommen. Nee, Werte für ein Ziel. Wertezeuge eines Geister-Events. Ja. 144 Öcken. Ja, gut, ihr habt ja den 12er Multiplikator. Ist schon echt hart, ne? Das stimmt. Ey, 3 Multiplikatorpunkte mehr und mir hätte die Trophäe gehabt. Vier. So. 9. 8. Was? 10. Ach, wir machen doch noch eine Runde, 8, ja. Scheinbar, offensichtlich. 1. Komm, ich versuche nochmal einen 15er zu bekommen. 15er musst du sonst einstellen. Na, glaube ich, leichter. 11? 5,55? 0? 12? 7? 4? Das klingt 18, echt. Komma, ich hab jetzt eine 18. Oh. Na gut, probieren wir's mal. Auf einer kleinen Map oder auf einer großen Map? Mach mal eine kleine. Aber ich pack jetzt nichts dazu, weil es lohnt sich eh nicht. Wir sterben ich eh alle. Ich hab ein bisschen was dazu gepackt. Ja, dann lass Tanglewood nehmen. Oder Willow. Na, also, Tanglewood, oder? Sanity-Pillen pack ich dazu. Salz, Kerze, Kruzifix. Ja, das ist gar nicht mal so doof. Feuerzeug, aber jetzt, gut, Taschenlampe brauchen wir eh nicht. Videokamera, damit ich überhaupt irgendwas sehe. Das war's, mehr gibt's nicht. Ein Thermometer und ein Feuerzeug packe ich mal noch dazu. Auf ein letztes. Er liebt mich nicht, du liebst mich nicht. Aha. Da, da, da. Dö, 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 düm, 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 düm. I have a penis for your vagina. Das musst du nochmal auf bereit klicken. Ja. Ja, Richie. Wie immer. Mimi. Oh, wir haben aber normale Geschwindigkeit. Haben wir Sprint? Nein. Ich würde schon sagen, dass es vergleichsweise normal ist. Oder zumindest 75 und nicht 50. Ja. So, ich nehme jetzt die Kamera mit und 2 Kruzifixe. Day Birch. Komm, dein Kamerabild ist eingefroren. Ich weiß aber nicht wieso. Könnt ihr auch nicht sagen. Ich hab's mal neu gestartet. Nö, man sieht nichts. Er jagt gerade. Ich glaube, wir sind bei 0 Sanity. Er jagt direkt? Ja. Ich habe einen halben Schritt reingesetzt und bin direkt wieder raus. Ich nehme direkt einmal Pillen. Ja, bitte. Also Tom, dein Bild kommt immer noch nicht an. Wollt ihr auch Pillen nehmen? Ja, machen wir gleich. Jetzt gib mir mal einen Moment, dass Toms Hackfresse wieder da ist. Meine Kamera hat sich irgendwie komplett... Die... Warte mal. Er jagt. Die Bude ist tot.
Mach Bescheid, wenn du soweit bist. So lange mache ich erstmal hier. Ein Code. Ja, das dachte ich mir. Oh, ich habe nur Verlust gemacht heute. Es irgendwo am Eingang ist er auf jeden Fall. Ja, und Tengel wird es halt. Und er ist ziemlich schnell. Auch noch. Ich lieg übrigens im Kinderzimmer. Ah. Irgendwie hat dein. Ja, deine Kamera hat es irgendwie total zerfickt, ne? Ja. Weil die verbindet sich auch gerade nicht mehr. Nee, die, Hast du sie aus- und abgesteckt? Ich mach's mal kurz. Ja, also ja, weiß ich auch nicht. Aber ist sowieso die letzte Runde. Ja, okay, dann müssen wir jetzt eine Runde so machen. Gehen wir jetzt rein und verlieren unsere Sachen? Ja. Ja, hätte ich jetzt gedacht. Er ist auf jeden Fall direkt am Eingang. Also entweder hier oder halt im Flur. Ja, Jagd. Hey, du kannst ja echt nicht mal reinbewegen, ohne dass der abgeht. Kein Deo gehen. Wie der Tom sich da versteckt. Sieht schon lustig aus. Aber er ist auch nicht mehr da, wo er vorher gewesen ist, ne? Also, er kam gerade aus dem Keller, glaube ich. Ah. Ist wieder offen, du kannst wieder rauskommen. Vielleicht war es auch nur ein Event? Nee, war eine Jagd. Die Tür war zu. Was machen wir denn jetzt? Weil ich meine, de facto ist es sinnlos reinzugehen. Ja, rein mit euch. Ja, okay, hast ja recht. Ach, das warst du, du Fotze. Ich hab grad mal meine Kamera platziert. Ich hol mal grad noch was. Einen Moment, gute Frau. Und sah euch jetzt die Myrrhe und Feuerzeug. Ja, das ist gut. Aus dem Keller kam er, hast du gesagt, ne? War ein Kellerkind. Wo die Maus? Zumindest eben, ja. Ich suche Wir nach... Wir können ja versuchen... Warte mal. Okay. Kein Versteck oben auf jeden Fall. Jagd. Wir sind so tot. Ich glaube, das war nur ein Event. Jetzt er jagt. Guck mal, hier liegt die Pute. Ich hab schon gesehen. Guck mal, die hat schon wieder die Arme so gespreizt bei dir auch. Ah, nee, bei dir hängt sie in der Tür. Ja, bei mir steckt sie irgendwie halb in der Tür fest. Ich hol mal gerade eine Myrrhe. Eine neue. Ja, bitte. Nicht so riskant, Kinder. Oh, das ist aber auch echt, ja. Schwierig, ne? Würde ich mal sagen. Hä? Oh, jetzt habe ich ein zweites Feuerzeug genommen. Wir haben keine Myrrhe. Ach doch, hier. Na gut. Naja, jetzt wird's eh Hearing. Richie. Kann man sich auch nirgends verstecken. Das kannst du mir nicht erzählen, dass die hier... dass man hier noch ein Versteck einführt. Also hier ist schon mal nichts. Oder nicht jagen, ne? Hier liegt eine Kamera. Ja, das ist meine.
Mir fällt gerade auf, dass ich die Kruzifixe alle weggepackt habe, ne? Oh, der hat eine Tür angefasst. Ich bin tot. Willkommen im Reich der Toten. Jagt er noch? Weiß ich nicht. Wo bist denn du ich hin? Ich glaube nicht. Ich bin hinter der Theke. Er mehrt gerade nämlich mit der Tür rum. Er mehrt dir. Das hier ist sein Lieblingstür, die Kellertür. Oh, ich will nicht mehr. Darf ich gehen? Nein. Nein. Bitte, Kinder, ich möchte. Du musst jetzt auch sterben. Ja. Was raten wir denn wenigstens? Sag doch mal. Ist eigentlich egal, ne? Es ist kein Deogen und es ist kein Revenant. Okay, cool. Das hilft jetzt gar ein nicht. Ein Dämon, weil der so schnell reingekommen ist, mache ich das, jetzt keine ja, Ahnung. Stimmt. Das ist eigentlich der ist so schnell, auf jeden Fall. Aber ich bin mir nicht sicher, ob das normal schnell ist oder Multiplikator ja. Schnell. Ich würde sagen, also Dämon finde ich gar nicht so verkehrt, weil er hat ja direkt angefangen, da konntest du noch nicht mal... Ja, wir waren aber bei unter 50, als ich reingegangen bin. Ja, aber ich habe ja dann auch nochmal Pillen geschluckt und dann ging es direkt los. Aber noch nicht zu dem Zeitpunkt, als ich reingegangen bin. Ja, gut, stimmt. Du kannst ja eventuell nochmal hier ein bisschen Salz verteilen. Wenn er reinläuft, kriegst du ordentlich Geld. 150 Öcken. Ich gehe jetzt einfach runter und sterbe wie ein Mann. Mach den, hier ist der Kreis, der Beschwörungskreis. Kannst ein Foto machen. Oh, er jagt. Aufpassen. Er kommt runter. Er kommt mit der Keule auf dich direkt zugelaufen. Ja. Da hatte ich ja sofort gefunden. Ja. Ich sag jetzt erstmal Dämon, aber keine Ahnung. Hat mir nochmal das Genick gebrochen. Eine Banshee. Ja, gut. Null. Okay. Bei mir ist jetzt Phasmophobia nicht ganz weg. Na gut. Genau. Was soll man sagen? Sachen nachkaufen, ey. Was soll man bei sagen? Bei mir jetzt sofort Phasmophobia zerfickt. Es ist abgestürzt. Wie meine Kamera. Na gut, dann, aber das passt ja. Es ist ja genau der richtige Zeitpunkt. Um jetzt zu sagen, lieber Andrew, der nicht mehr da ist, lieber Mochi, die höchstwahrscheinlich auch in den Log verzogen hat sich, oder selbstverständlich lieber Tollwin, wünschen euch einen wunderschönen Abend noch, auch wenn jetzt ja. Ja, die Nussherre nicht mehr mit dabei ist und nur noch... Ich habe die letzten Male halt echt nur Verlust gemacht. Ich habe mit vorm neuen Update mit 49.000 angefangen, ich bin jetzt bei 45.000. Ja, ich verliere ja auch gut Geld in diesem Patch. Also aber das soll uns nicht den Spielspaß mindern. Und ich würde sagen, wir freuen uns schon darauf, wenn es wieder heißt. Kuss auf die Nuss und ja, Trippertrappel. 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 Habt ihr noch ein paar abschließende Worte? Ja, und zwar hätte ich tatsächlich am Mittwoch das nächste Mal gestreamt, voraussichtlich. Das doch am Mittwoch war nichts geplant, oder? Nee, wir sind für Donnerstag. Richtig, und Dienstag eventuell kochen bei uns. Oh. Du kannst doch gar nicht kochen.